Jo, liebe Leute, Theo hier. Ich begrüße euch recht herzlich zu einem neuen Mario Odyssey Video. Und es gibt ja in der Mario Odyssey Community sogenannte unmögliche Sprünge. Sie werden als unmöglich deklariert, weil sie halt extrem hart sind und manche sind sogar nicht möglich. Und ich will heute mal drei Sprünge, die ich schon öfter unter den Titel unmöglich oder halt impossible gesehen habe, will ich heute machen und euch zeigen, dass sie möglich sind. Wenn ihr es ebenfalls schafft, dann schickt mir bei Twitter eure Aufnahmen, Leute. Ich würde sagen, wir fangen an mit dem ersten. Der erste Sprung ist im Wooded Kingdom. Und zwar wurde mir der Sprung von Playramia zugesendet und es soll ein unmöglicher Sprung sein, Leute. Und natürlich habe ich einige Male versucht, das zu schaffen. Und zwar müsst ihr nur von diesem Geländer dort rüberspringen. Und mit dem normalen Dreifachsprung habe ich es natürlich nicht geschafft. Mit dem Cappy Roll Jump auch nicht, Leute. Man muss nämlich hier einen Dreifachsprung mit Anlauf machen. Hier in meinem Fall habe ich einen Long Jump gemacht und dann habe ich es geschafft. Gerade so auf die Kante. Also es war wirklich nicht so schwer für mich. Ich habe den zweiten, dritten Versuch, glaube ich, es geschafft. Ihr könnt es ja mal selber probieren unter den kleinen Zusatzsprung da unten noch. Ich würde sagen, wir gehen zum nächsten Sprung. Und der Sprung ist im Lost Kingdom. Und zwar müsst ihr dafür ganz oben auf den Gipfel, wo auch das Tothäuschen ist, und da müsst ihr unten auf diese Insel rüberspringen, Leute. Und ich habe dafür wirklich viele, viele Male es probiert, mit allen möglichen Sprungvarianten, mit einem Cappy Roll Jump. Habe ich gedacht, schafft man es. Ich habe es wirklich mit allen Varianten probiert und ihr seht hier, ich falle die ganze Zeit wieder in das scheiß Gift. Und zwar, Leute, mit dem Cappy Roll Jump, aber mit einem genau 45 Grad Winkel zu der Insel müsst ihr abspringen und dann schafft ihr es gerade so. Also ist wirklich, wirklich einer der schwersten Sprünge, die ich bis jetzt gemacht habe. Aber es ist möglich und er ist auch schon ziemlich alt. Aber es ist definitiv machbar. Schickt mir eure Sprünge auf Twitter, Leute. So, liebe Leute, der letzte Sprung ist auch wieder Wooded Kingdom, den ich euch heute zeige. Und zwar hier rüber. Dort, wo der kleine Captain Toad chillt. Dort wollen wir hin mit Mario. Und zwar kann man dort ja eigentlich nur durch die Röhre. Aber es gibt eine Variante, beziehungsweise zwei. Und ihr seht hier, einfach mit der Raketenblume einfach hier versuchen rüber zu springen, so weit wie es geht, und dann schafft man es. Es gibt sogar noch eine Variante, Leute, die ich euch jetzt auch nochmal zeige. Ich habe hier wirklich es beim zweiten, dritten Versuch geschafft, aber so soll man es auf jeden Fall nicht schaffen. Es ist nicht gewollt so vom Spiel, aber man kann es schaffen. Die zweite Variante wäre hier einmal hoch auf den P-Switch und dann hoch, und dann kann man hier einfach auch mit einem Cappy Roll Jump, mit einem kleinen Winkel drin, kann man es auch schaffen, dort einfach rüber zu springen. Habe ich auch direkt beim ersten Mal geschafft. Könnt ihr auch mal probieren, Leute. Und das waren auch schon die drei kleinen Sprünge, die ich euch vorstellen wollte. Die sind relativ schwer, sie sind nicht so einfach, aber man kann sie schaffen mit einiger Übung. Wenn ihr Bock habt auf mehr solche Videos, dann Daumen hoch, dann weiß ich Bescheid, dann habt ihr Bock drauf. Ansonsten bin ich jetzt raus, Leute. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Haut rein. Ciao und tschüss, euer Theo.